Und weiter geht's mit einer weiteren Folge von Assassin's Creed 4. Wieso wir hier oben sind, ganz einfach, ich habe letztes Mal nach der letzten Folge aufgehört aufzunehmen, habe jetzt geladen und bin hier oben gelandet. Warum muss den Berg nicht hochqueren für den Aussichtspunkt? Hihihi. Sparen wir ein wenig Zeit. Oh. Hoppala. Und hinunter. Hinunter, Edward. Hinunter. Danke, Edward. Und jetzt auf diesen Baum. Ich hoffe, er glitscht nicht runter. Nein. Jetzt geht's synchronisieren. Sehr schön. Es ist furchtbar, wenn man Watch Dogs spielt und dann ist er so ein Squeed, dass man immer mit der Karte mit den Trigger-Tasten zoomen will, aber im Assassin's Creed funktioniert das ja leider nicht. Nur so zur Information. Und das ist extrem nervig. Wenn man dann immer versucht so zu zoomen, macht dann immer die Legende auf. Wo ist denn das Fragment erstmal? Da unten ist es. Ich hole mir die Schatzkarte, die hier irgendwo sein soll. Okay, dann holen wir uns erst die Truhen, die hier sind. Die können wir ja mitnehmen, wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Ah, ich wollte was gekauft haben. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Weil dann ich in den PlayStation Store möchte. Zur einfachen Erklärung. Weil ich dieses Ressourcenpack für 1,99 oder was es gibt kaufen möchte. Damit wir noch ein bisschen mehr Sachen haben. Dann brauche ich nämlich nicht so auf Kaperfahrt gehen. Wir waren in der Maya-Statue drin. Ich schätze mal so. So? So? Ja, so. So ist richtig. Da runterspringen ist, glaube ich, tödlich. Ich glaube, da wären wir direkt tot, wenn ich da runterspringen würde. Deswegen gehen wir den Weg. Ist die sichere Variante. Wir wollen uns ja nicht unabsichtlich umbringen. Was leider schon oft genug passiert ist. Meiner Verhältnismäßigkeit. Danke. Wie er das immer nimmt, ey. Das ist so geil. Meins. Weg damit. Gesammelt ist gesammelt, Hauptsache. Hui. Ach, 15.000 Reales haben wir. Ich brauche aber 100.000 für das, was ich vorhabe. Für das, was ich vorhabe, um eine Abstergo-Herausforderung zu bekommen, meine ich. Da war schon wieder Schwachsinn. Wie immer also. Macht keinen Unterschied zu den anderen Folgen. Und noch ein Stein. Wo ist denn der scheiß Typi eigentlich mit dem... Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. Na, ich komm mal rein. Eine Truhe. Ich kenne einen Weg, wie man ganz schnell wieder hochkommt. Das geht ganz einfach. Da ist ja noch eine Maya-Stele auf dieser Insel. Die holen wir uns natürlich auch noch direkt. So, jetzt gehen wir zurück und gehen da runter. So. Ist hier der Typ mit der Schatzkarte? Na, hier ist noch weiter unten. Das ist auf jeden Fall das Fragment. Da müsste der Typ mit der Schatzkarte hier liegen. Ja, der liegt da. Ich sehe ihn. Müssen wir auch mal noch eine Folge machen mit der Schatzsucherei. Meins. Okay. So. Ob man diesen... Man hat sich erledigt. Ich brauche nichts, was er springen. Irgendwie erinnere ich mich dran, dass hier mal ein Sperrgebiet war.
Oder bin ich hier gerade gedanklich bei der falschen Insel? Das könnte natürlich auch sein. Weiß ich doch nicht. Am Strand war da auch noch eine Schatzkiste, oder? Ne, am Strand hier habe ich alles. Dann gehen wir nach da hinten. Eine Truhe und eine Maya-Stelle fehlt noch. Gut, dann nehmen wir das mit. Ich habe gesagt, eigentlich will ich es offscreen machen, aber wenn man schon mal hier ist, ne. Da unten. Das dürfte ja Edward überleben. Meins. Geh nach links und hinunter. Und auf zur Maya-Stelle. Und interagieren. Okay. Gut. Meins, meine Meierstelle. Meins. Meine. Meins. Noch ein Meierschlüsselstand. Das war das wieder. War ja logisch, dass das kommt. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da waren wir. Da ist das letzte Fort, was wir solche Probleme gemacht haben. Unten haben wir einen Handelskonvoi. Die Insel würde mich noch interessieren, dass wir die uns hier noch vornehmen. Gut, dann fahren wir diese Folge noch hier hin. Dann heute mal wieder ein bisschen Nebenmission. Ich habe die Story in den letzten 20 Folgen sehr, sehr stark vorangetrieben, nachdem ich am Anfang... Segel setzen, Bewegung! Kommen wir hier nicht hier raus. So viel Segel, wie ihr könnt! Man, alle Segel klar zum Setzen! Ich glaube, man kommt hier nicht raus, so wie ich mir das vorstelle. Mehr Segel, alle Segel! Jetzt top, Rahm und Marssegel! Okay, hier jetzt durch, gut. Stormy Weather. Sehr schön, dann machen wir heute Nebenmissionen in dieser Folge. Für mich kommt hier noch ein bisschen mehr vor. Ich rechne das Let's Play nur noch mit 20 bis 30 Folgen allerhöchstens. 20, sagen wir mal. 15. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum! Schmack es, Jungs! Ja. Heute werde ich bis Folge 50 aufnehmen, beziehungsweise 51. Ja, mal schauen. Muss ich mir noch was überlegen, was ich als Assassin's Creed Ersatz mache. Ob ich dann vielleicht den DLC Schrei nach Freiheit mache oder Liberations. Ich weiß es noch nicht. Erstmal mache ich danach dann die versprochenen Sachen, glaube ich. In Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Mal schauen. Auf jeden Fall in einem halben Jahr 4 Assassin's Creed Spiele spielen. Respekt. Ne, 5 sind's. Insgesamt 6 normale Hauptspiele raus, die sich um die normale Story handeln. 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3, 4, ja, 6 normale der Serie sind draußen für Konsolos. Und sehr los. Konsolos. Ich habe 5 Stück davon in jetzt knapp 4,5 Monaten. Klippe voran, alle Segel, Bewegung! Das, hier gibt es auf jeden Fall eine Maya-Stelle, sehe ich schon oben links. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich wollte gerade wie bei Watch Dogs Dreieck drücken zum Aussteigen. Ja. Watch Dogs kam heute übrigens die letzte Folge. Für die es nicht mitbekommen haben. Die letzte Folge vom Online-Part. Der Online-Part kommt noch die Tage. Ich weiß noch nicht, ob es anschließend ist. Hier gibt es auch mal zwei Maya-Stelen. Cool. Och, da hinten ist der Scheiß. Sie verarschen. Weil ich will die Maya-Stelen haben, deswegen. Ich will. Ich habe übrigens auch keine Trophäe für Sequenz 7 bekommen. Wo ich da mal die ganzen Trophäen vor ein paar Folgen zu spät kam. Habe ich Sequenz 7 nicht bekommen, so zur Information. Muss ich nochmal spielen. Ich habe jetzt einen Glückenspielstand auf Sequenz 5. Ach, hier sind wir. Ich weiß zufälligerweise, wo wir sind.
so als Info für die Zukunft, wir werden hier noch in der Story vorbeikommen. Jetzt Spoiler, nicht als Info. Ich muss mich immer halb tot lachen, wenn ich immer so in die Aufnahmen höre und höre, was ich eigentlich gesagt habe und was ich meinte. Finde ich immer sehr amüsant. Aber wenn ich wissen würde, wo die Truhen sind, wäre es auch schön. Ah, da unten. Gut, dann gehen wir einfach zum Aussichtspunkt. Hopp, hopp. Danke. Und hinüber. Wop. Es funkelt. Ich höre Schatztruhen. Aber hier oben sind keine. Und. Oh. Ich muss bestimmt hier vorne drauf. War ja klar. Vollkommen logisch, dass ich das so machen muss. So. Hören wir uns erstmal die beiden Truhen, die hier unten sind. Ich höre die Truhen. Ah, hier sind sie drin. Gut, die Folge wird einfach nur Maya stehlen, nicht Ruto genannt oder sowas. Weil wir haben dann insgesamt viel Maya stehlen in dieser Folge gesammelt. Das ist schon ordentlich. Da unten geht's rein, da will ich rein. Und hinüber und hinüber. Da springst du mal da runter. Danke. Ich verscherze mir anscheinend gerne mal mit dem Edward. Was ist die denn zur Hölle? Hä? Ist das eine Höhle? Nein, da würde ich doch gar nicht vor. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Ratlos, hat er gesagt. Wie komme ich zur Hölle an die Kisten? Jetzt weiß ich's. Wer zur Hölle versteckt denn die Schatzkisten hier unten? Seid ihr denn noch lebensmüde? Lebensmüde. Seid ihr denn lebensmüde? Seid ihr denn nicht ganz frisch im Kopf? So, da haben wir das Dingchen. Müssen wir auf den Baum. Um auf den Baum zu kommen, gehen wir einfach mal hier hin. Hier hin. Hier hin. Und hinauf. Und springen. Drei Stück sind hier. Hallo, komm her. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte die Pistole ausgerüstet. Da will ich das heute Holz dann noch gerne machen. So. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. So, eine hätten wir. Oder haben wir schon zwei hier auf der Insel? Ich weiß es gerade gar nicht. Noch einer für die Sammlung. Ein weiterer Maya-Stein. Wie es so schön immer sagt. Da oben ist noch das, das, das. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hinten hin. Müssen wir über sich über eine Schatzkarte. Ist das die Insel? 623. Nein. Und ich habe aber gerade noch eine Schatz. Eine Flasche gesehen da vorne. Er brennt nicht, er geht durch Feuer. Oh mein Gott, er ist Gott. Er kann nicht brennen. Was das sollte, weiß ich auch nicht. Ah.
Und hinauf und hier rüber. Gut. Das war wohl nichts mit hinüber. Connor würde ich schon sagen. Edward, hör doch mal auf. Hä? Nö, hier will er nicht hoch. Da hinten über den Baum geht's, oder? Hier weiß ich, wie es hochgeht. Und Sprung. Nö, da will er auch nicht hoch. Hä? Bin jetzt komplett blöd. Da will er nicht durch. Jetzt ist er durch. Ein bisschen festgehangen daher. Ein bisschen festgebackt. So. Interagieren. Ich würde behaupten, so. Wer hatte recht? Wer hatte recht? Uah! Ich hatte recht! Ich hatte recht. Dalalalala. Oh. Armes Tier ist genau vor meinen Füßen langgelaufen. So, das hätten wir auch. Stormy weather. Goodbye anywhere. Ich hasse die Musik. Ich krieg jedes Mal da einen beschissenen Ohrwurm von. Ich mache übrigens Spiele bei Nacht zum Rendern. Spiele, die bei Nacht spielen zum Rendern. Mag ich das ganz gerne. Weil die Folgen da schön klein bleiben. Was ist Assassin's Creed? Assassin's Creed wird immer riesig. Kein Wunder bei dieser detaillierten Welt. Ich glaube, ich habe einfach knallhart die Schatzdraht liegen lassen. Und hopp. So, das hätten wir. Santalias. Ob jetzt ausgesprochen wird. Ah, da ist der Typ hier. Wo ist das? Na. Das ist ein Smugglerversteck, wo die Schatzkarte funktionieren würde. Nein, da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte noch eine Sache holen. Die irgendwo hier oben war. Falsch. Ich bin mal komplett falsch gelaufen. Da komme auch nur ich hin. Ach, da hinten wird er schon sein und auf einfach mal schräg über die komplette Insel. Meins. Hallo. Das rennt ja gar nicht weg. Jetzt ist es weggerannt. Sehr gut. Also die Folge wird irgendwas mit Maya stillen heißen. Nein. Das hätten wir. So. Hätten wir die Insel fertig, die Insel hätten wir fertig. Dann werden wir in der nächsten Folge von da starten, die Marinekonvoi mitnehmen und zur nächsten Mission fahren. Blackbards Schachzug. Blackbards. Nicht Blackbeards, sondern Blackbards. Schachzug durchführen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, obwohl wir eigentlich nicht viel gemacht haben, außer zwei Inseln komplett zu erforschen. Ich bitte darum um Verzeihung, dass ich das nur gemacht habe. Aber ich hatte gerade mal Lust drauf. Und dann hören wir uns morgen hier wieder. Tschüss, hat rein, euer Herzlmann. Ciao.